Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des VfB Kitzschau nach dem Spiel gegen Ludwigsfelde. Endstand 1:1. Ich begrüße hier den Gästetrainer Volker Löwenberg und Toni Lemke. Ich übergebe wie immer das Wort dem Gästetrainer, Herr Löwenberg. Ja, erstmal einen Tag zusammen. Ich denke, die Zuschauer haben ein sehr gutes Spiel gesehen. Gerade in der zweiten Halbzeit vernünftiges Niveau. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt überheblich klingt, wenn ich sage, Glückwunsch und Punktgewinn. Ich glaube, das würde der Sache auch nicht gerecht werden. Die erste Halbzeit war ein ausgeglichenes Spiel. Ich denke, wir haben ein bisschen zu tief gestanden, ein bisschen zu angstvoll gespielt und vielleicht auch nicht mutig genug. Kitzschau hatte da ein paar Standards, ein paar Freistöße aus guten Positionen und hatte auch, denke ich, ein bisschen mehr Ballbesitz und war insgesamt ein bisschen aktiver. Zweite Halbzeit, denke ich, ein ganz anderes Spiel. Da hat meine Mannschaft gezeigt, warum sie da oben steht und vollkommen zu Recht da oben steht. Wir haben ja Chancen ohne Ende gehabt. Müssen eigentlich den Deckel drauf machen mit dem 2-0, ganz klar. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, wenn wir den Riebler wieder in unseren Reihen gehabt hätten, hätten wir, glaube ich, 5-0 gewonnen. Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, Kopfbälle und Eingaben und Ball an den Pfosten und wieder zurück und Abpraller und aus 16 Meter. Also, ja, man hat da schon immer so die Befürchtung gehabt, na, wenn die Dinger nicht reingehen, hoffentlich rächt sich das nicht irgendwann mal. Zum Glück das 1-0 dann doch noch aus einer Situation und dann reicht eben ein Pass sozusagen auf Hitler, der sich da im Strafraum dreht und das ist da einfach, den Leuten überlegen hier, das muss man einfach so sagen. Und dann macht er da 1-1 und dann ist irgendwie das Spiel zumindest in der zweiten Halbzeit auf den Kopf gestellt. Aber meine Mannschaft, denke ich, hat sich wirklich sehr, sehr gut verkauft hier. Ich glaube auch, dass die Meisterschaft überhaupt noch nicht entschieden ist, weil Kitzschau muss jetzt mit dem Druck leben, dass zwei Mannschaften hinten an sind, weil das hat er, glaube ich, heute auch gewonnen. Das heißt, es wird immer heiß und immer den Druck zu spielen, immer wieder gewinnen zu müssen und dann zwei Mannschaften zu haben, die immer vielleicht da sind und ihre Spiele vielleicht auch gewinnen. Ja, nichtsdestotrotz wünsche ich Kitzschau alles Gute für den restlichen Spiele, weil ich bin der Meinung, man muss auch sportlich fair sein und sagen, letztendlich am 30. Spieltag soll die Mannschaft aufsteigen, die dann wirklich oben ist. Und es wäre auch nicht ganz uns verdient, muss man sagen. Kitzschau ist, glaube ich, seit dritten oder vierten Spieltag an der Tabellenspitze. Und ja, wir haben es heute leider nie geschafft. Aber wie gesagt, alles Gute und auch eine spannende, auf die spannenden letzten 5 Spiele. Dankeschön. Danke. Dank. Toni? Ja, also ich kann mich da so anschließen. Ich sehe das auch so. Erste Halbzeit war ausgeglichen. Leichte Chancen drüben, aber auch bei uns, also war sehr, sehr ausgeglichen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir an die zweiten Bälle nicht mehr bekommen. Wir hatten ganz, ganz wenige Passstationen. Wir haben unsere Mitspieler nicht mehr getroffen. Und da hat uns Feld auf jeden Fall richtig gut Druck gemacht und hatten dementsprechend auch gute Chancen. Und dann, wir haben es einfach nicht geschafft, unsere Mitspieler zu treffen. Wir haben ganz selten mal über 5-6 Stationen den Ball gehalten. Und dementsprechend war dann die Hochphase sehr hoch von Ludwigsfelde, sehr gute Leistung von Ludwigsfelde. Und wir können dann schon glücklich sein, dass es nur 1-0 steht. Aber solange es 1-0 steht, wissen wir auch, dass wir vorne einen Hebel haben, dass wir einen sehr weißlichen Magen-Darm haben und dass wir zu jeder Zeit, selbst wenn es nicht so gut für uns läuft wie in der zweiten Halbzeit, dass wir zu jeder Zeit einen Tor machen können. Und mit ein bisschen Glück, wenn Dirk über rechts die Eingabe richtig reinbringt, können wir vielleicht sogar 2-1 machen. Aber das wäre für heute natürlich aufgrund der zweiten Halbzeit zu vieles geschrieben. Ich bin sehr, sehr glücklich und zufrieden, dass die Jungs zurückgekommen sind, dass sie gefightet haben und dass sie sich halt nicht aufgegeben haben, auch wenn in der zweiten Halbzeit das Feld halt so dominant und so recht stark war. Bin ich sehr, sehr glücklich und Kompliment an meine Mannschaft, dass wir trotz der Stärke und dem Rückstand uns nie aufgegeben haben und uns immer weiter nach vorne gespielt haben und versucht haben, das gut zu machen. Und deswegen Kompliment und Glückwunsch an meine Mannschaft, dass sie heute hier einen Punkt geholt haben, gerade in der zweiten Halbzeit. Dankeschön. Vielen Dank, Toni. Ich denke, es
zum Erfahren. Wie siehst du zu den Elfmetern aus, die da nicht gegeben wurden, sich in der ersten Halbzeit? Also der zweite vielleicht nicht, aber der erste war 100% relevant. Die Frage an wen? Wie sehen wir die Trainer? Also ich finde auch, der erste ist zumindest Kontakt, aber ich glaube, dass Heber den nicht richtig unter Kontrolle hat und deswegen pfeift der Schiri nicht. Also gibt es einen klaren Kontakt an Heber, ist schon ein Foul, aber er hat den Ball, glaube ich, nicht ganz unter Kontrolle und das ist der Grund, warum der Schiri den halt nicht gibt. Ja, es waren zwei Schrittige, mit ein bisschen Glück kriegen wir einen, aber ich fand den Schiri trotzdem sehr gut. Das war ein sehr rassiges Duell, sehr emotional, es ist eine super Atmosphäre, auch toll, dass man das Fenster so viele Fans mitbringt. Deswegen fand ich den Schiedsrichter, hat dafür uns natürlich nicht so gut, aber mit dem Stich hat er trotzdem sehr, sehr gut gefunden. Jeder von denen hätten wir uns gewinnen können. Gut, keine Frage mehr. Dann bedanke ich mich bei allen Anwesenden. Bis heute wünsche ich der VfB Fischl natürlich auch noch viel Glück. Vielleicht ein paar weniger Punkte als wir. und ich würde sagen, gute Heimreise. Ich bedanke mich. Tschüss. Ja, danke.